They say that I'm on the road. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. Keep going with my phone. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. On my own. So, guten Tag, hier ist wieder der Dave. Gut, fangen wir mal direkt an. Viele haben sich halt gewünscht, dass ich mal ein Video drüber mache oder mal erzähle, wie ich mir halt einen M4 leisten kann oder wie man sich so einen überhaupt als Unterhalt nehmen kann. Also ich fange mal kurz so knackig an und erkläre das so ein bisschen, wie das funktioniert. Also ist es nämlich so, ich fange mal kurz an. Ich habe angefangen, nach meiner Schule habe ich eine Ausbildung angefangen in einer Firma. Und ja, und es war halt so, dass man in dieser Firma wirklich so gut wie einen Scheiß verdient hat. Also ich erinnere mich noch, ich hatte mein allererstes Auto, das war ein 330 Diesel. Also vielleicht wissen es halt viele schon von euch. Dann wollte ich ja natürlich schon was Sportlicheres haben. Dann habe ich mir einen E92 zugelegt. Und in der Ausbildung natürlich habe ich das gehabt. Im zweiten, dritten Layer hatte ich den E92 335i. Und das war schon relativ schwer, den zu unterhalten, weil der hatte auch schon gravierende Kosten. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten, als ich immer in der Mittagspause gesessen bin mit einem Kumpel. Wenn er sieht, dann Grüße gehen raus, Gubi. Egal. Also wir saßen immer in der Mittagspause und haben uns immer so, ja, wir haben Mittag gehabt, Mittag gegessen, wie auch immer. Und wir haben uns immer so Immobilie, die Autos angeschaut und so C63, M4, was weiß ich alles. Und wir wussten genau, dass wir uns so ein Auto nicht niemals leisten werden können, auch wenn wir mit der Ausbildung fertig sind. Verdient man da wirklich nicht gravierend viel, also ganz ehrlich, das kannst du vergessen. Ja, und das Krasse daran ist, wie ich dazu gekommen bin, dass ich so ein Fahrzeug jetzt doch hier stehen habe. Es ist, ich kann es manchmal sogar selbst nicht glauben, weil klar, es ist ein M4, das ist jetzt kein Lambo, Ferrari, Bugatti, was weiß ich. Nichtsdestotrotz, das ist trotzdem viel Geld, das ist kein normales Auto, was du für 10.000 Euro gebraucht kaufst. Es ist nämlich so. Nach meiner Ausbildung, als ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, wurde ich halt nicht in der Firma übernommen. Die haben mich halt nicht übernommen, weil ich halt so viele Krankheitstage hatte und so weiter und so fort. Aber lange Geschichte. Ja, dann habe ich natürlich mir einen anderen Job gesucht. Gott sei Dank war ich nur 4 Tage arbeitslos, Gott sei Dank. Weil ich dann nach diesen 4 Tagen direkt einen Job gefunden habe. Und ich hatte ein Vorstellungsgespräch, bla bla bla, den ganzen Scheiß. Dann hatte ich natürlich den ersten Probetag. Ja, und die Firma heißt Vorwerk. Das ist so eine Staubsaugerfirma, Thermomix-Firma, vielleicht wissen es halt die meisten von euch. Und was ich ja dazu sagen kann, also ehrlich gesagt, als ich da war und mein Vorstellungsgespräch hatte, meinen ersten Arbeitstag hatte, also man fährt einmal mit, um zu schauen, wie es läuft, ich hätte niemals gedacht, dass ich das kann oder dass ich halt wirklich in diesem Job jemals landen kann. Also in diesem Job geht es darum, dass man sich mit Leuten unterhalten kann, dass man zu Leuten hinfährt, dass man sie unterstützt, natürlich Staubsauger zeigen, weißt du, selber Verkauf, bla bla bla, der ganze Scheiß. Ganz ehrlich, ich habe auch eine Ausbildung gemacht, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal zu Leuten fahre und irgendwas zeige oder so ein Scheiß. Hätte ich niemals gedacht. Aber darum geht es. Ich kann das jedem an Herz legen. Es gibt ja immer diese TikTok-Scheiße, wo jeder Wichser einfach oder diese Werbungen, boah, man kann auf eine Minute mittlerweile 3 Millionen Euro verdienen. Das ist Müll. Also für Geld muss man wirklich schuften. Und das, was dir jemand sagt, dass man wirklich auf eine Minute und Social Media fürs Nichtstun 5.000 Euro und alles Schwachsinn. Das ist alles Werbung, damit sie dich irgendwo reinziehen und damit sie noch mehr Kohle verdienen und du am Arsch bist. Warum ich nie mit meiner Arbeit rumbusche? Klar, wenn ich jetzt jemanden einstelle bei mir, klar, habe ich auch was davon. Aber ich mache das nicht. Ich zwinge niemanden dazu. Ich denke immer so, wenn du viel Geld haben möchtest, dann zwinge ich dich nicht. Das ist genau das gleiche wie in dieser Impfungsscheiße. Zuerst reden die davon, ihr müsst euch impfen, es ist Pflicht, ihr müsst euch impfen. Ich denke immer so, wenn dich jemand zu irgendwas zwingt, dann ist es nicht gut, finde ich jetzt. Wenn dich jemand zwingt, Scheiße zu essen, kannst du mir nicht sagen, dass das gut ist. Und wenn die jetzt sagen würden, okay, pass auf, du kannst dich impfen, es ist gut, aber du musst es nicht tun, dann denke ich schon drüber, okay, das könnte vielleicht was Gutes sein, weil die zwingen dich ja nicht. So, und genau ist es hier genau dasselbe. Ich zwinge niemanden. Ich mache keine Werbung oder so, wo hier fängt bei mir an, was weiß ich. Nein,
ganz ehrlich, wenn jemand irgendwelche Fragen hat oder wie auch immer oder mehr Geld verdienen möchte, er kann es gerne probieren. Ich ziehe niemanden, ich mache auch keine Werbung darüber, weil ich kein asozialer Wichser bin. Und in diesem Job, wo ich gerade tätig bin, hier muss man auch hart arbeiten. Da will ich nicht sagen, dass man hier nur chillt und 30.000 Euro im Monat verdient. Nein, so ist es nicht. Du musst für das Geld wirklich schweineviel tun. Ich habe wirklich allein dadurch, dass ich diese M4 besitze, kann ich selber nicht viel rumfahren damit. Ich fahre eigentlich nur am Wochenende damit, deshalb kommen auch jede Woche Videos. Weil es ist nämlich so, dass man mit diesem Auto wirklich viel arbeiten muss, besonders hier in Deutschland, weil Tankpreise, Steuern, Versicherungen, so viel Geld hier abgezogen wird, das ist so krank einfach, wirklich solche Wichser, und tut mir leid, dass ich mich so ausdrücke, aber ist so, der wird so viel abgebucht, und das ist unglaublich. Und genau das ist der springende Punkt, man muss hier wirklich hardcore arbeiten. Und deswegen unter der Woche arbeite ich sehr viel, ich habe kaum Zeit, ich komme teilweise um 8, 9 Uhr, 10 Uhr manchmal sogar nach Hause, einmal bin ich sogar um 11 Uhr nach Hause gekommen, fange halt schon um 8, 9, 10 Uhr an, ist unterschiedlich, weil ich ja selbstständig bin, kann ich es einplanen, aber eins kann ich verraten, bevor ich meinen ganzen Plan, meine Lebensgeschichte erzähle wie immer, eins kann ich verraten, wenn du Geld fixiert bist, wenn du Geld möchtest, wenn du ein Ziel hast, dann bist du hier genau richtig, ist bei mir genauso. Alter, ich habe nicht mal Bock auf eine Freundin teilweise, weil die Frauen mir zu anstrengend sind. Ganz ehrlich, ich scheiß drauf. Ich konzentriere mich nur aufs Geld. Ich denke die ganze Zeit nach, okay, was kann ich machen, um mehr Geld zu machen? Was kann ich machen, um mehr Geld zu machen? Okay, kann ich das machen, kann ich das machen, kann ich das machen? Ich bin richtig geldfixiert. Ich versuche, aus wenig Geld mehr Geld zu machen. Und das hat auch mit Fleiß zu tun und das hat auch viel mit Kopf zu tun. Weil es ist nicht einfach so, dass man hier chillt, wie die alle, wie Ding sagen, LR oder was eine Scheiße da gibt. Oh mein Gott, ich fahre Audi R8 und Alter, ich bin AMG und... Ach, halt dein Maul. So ist das nicht. Das ist alles nur Bullshit für die Leute, die wahrscheinlich keinen Bock haben zu arbeiten. Dass die einfach so verraten, hey, pass auf, hier, du kannst eine Minute arbeiten, verdienst 1 Million Euro. Und wenn das so wäre, dann wäre hier in Deutschland jeder reich. Also ganz ehrlich, vergesst den Scheiß. Ich zwinge auch niemanden dazu. Ihr wisst jetzt, als was ich arbeite. Ich bin halt Handelsvertreter. Ich bin selbstständig. Ich arbeite bei Vorwerk. Und ich verdanke dieser Firma extremst viel. Ich wurde schon angeworben. Die wollten, also ich habe schon Kunden gehabt. Ich habe schon Leute gehabt. Auch in Instagram haben welche angeschrieben. Hey, hast du Bock auf Business und so weiter? Fang bei mir an. Und lauter so ein Scheiß. Aber in jeder Firma, bei der du anfängst, ob LR, ob Whoever oder sonst was, wo ich schon angeworben wurde, es ist überall so, du musst da anfangen, erstens, du musst da irgend so ein Paket kaufen für 500 bis 1000 Euro und diese Scheiße musst du verticken an Kunden und du musst gleichzeitig irgendwelche Leute anwerben, damit sie bei dir anfangen in dieser Firma, damit du noch mehr Geld kassierst. So funktioniert es mit dem Schneeballsystem und so weiter, wisst ihr Bescheid. Bei mir ist es nicht so und genau deswegen liebe ich diese Firma, bin schon seit fast 2 Jahren jetzt bei dieser Firma, bin mehr als zufrieden. In dieser Firma bekommst du alles in den Arsch geschoben. Ich versuche hier nichts gut zu reden, aber ich würde hier nicht arbeiten, wenn es Müll wäre. Ich bin ein Perfektionist und ich möchte nicht irgendwelchen Leuten einen Scheiß erzählen oder einen Scheiß verkaufen vor allen Dingen. Also vor allen Dingen ist es nämlich so, meine Staubsauger zum Beispiel, die bekomme ich von der Firma. Die bekomme ich ja von der Firma, ich muss keinen Cent zahlen, ich bekomme die einfach, die liegen bei mir zu Hause. Ich benutze sie sogar, ganz entspannt. Dann, du bekommst lauter Werbungen, für dich wird sogar Werbung gemacht, das wird alles bezahlt. Du musst für gar nichts zahlen. So, der nächste Punkt ist, wie bei den anderen Firmen, du musst da irgendwelche Leute ansprechen und was verticken. Hier musst du einen Scheiß. Hier bekommst du ein Gebiet oder mehrere Gebiete, keine Ahnung, hier Plattling, Dengendorf, Osterhofen, München, was weiß ich. So, und da sind, keine Ahnung, 500 bis 1000 Kunden. Die bekommst du alle mit Nummern. Die rufst du nur an, hey, ich bin jetzt der und der, pass auf, wie schaut's aus? Und machst einen Termin. Dann fährst du hin, laberst, trinkst einen Kaffee, vielleicht verkaufst noch was, dann hast du die Sache erledigt. So funktioniert das hier. Du bist nicht fixiert darauf, irgendjemand was anzudrehen, irgendwelche Kunden zu finden. Du bekommst alles in den Arsch geschoben. Klar, es ist trotzdem anstrengend, aber ganz ehrlich, wenn wir unter uns Klosterschülern sind, ich habe sogar bei uns Mitarbeiter, die sind faul wie Scheiße und die verdienen so viel, dass sie trotzdem zu Hause chillen können. Klar, jetzt verdienen die nicht 10.000 Euro, wie jetzt überall gesagt wird. Oh, Social Media, 1 Minute, 5.000 Euro. Nein, aber allein wenn man sehr wenig tut. Pass auf, Beispiel. Wenn du 2.000 Euro netto verdienen möchtest, beispielsweise, okay? Was du machen musst, ist, lass mich mal nachdenken, wenn du ungefähr gut dabei bist, ein bisschen Fleiß mitbringst, dann musst du in der Woche... 6, 8, sagen wir so 10 bis 12 Stunden in der Woche arbeiten, dann bist du bei ungefähr 2000 netto. Ungefähr, also kann man nicht genau sagen, weil es ist ja wie gesagt abhängig davon, wie es läuft, wie fleißig man ist, wie man es gut kann. Ungefähr, und jetzt sag mal, nenn mir mal einen Job hier in Deutschland, wo du, keine Ahnung, wo du weniger arbeiten kannst und mehr verdienst. So, es gibt es nicht und alles andere ist Bullshit. So,
genau, das wollte ich mal erzählen. Wie gesagt, ich wollte jetzt nur Klartext reden, als was ich arbeite oder jedem klar machen, der auch Probleme hat oder wie auch immer. Weil ich muss ehrlich zugeben, da wo ich Ausbildung gemacht habe, das war die beschissenste Firma überhaupt. Du bekommst deinen Hungerlohn und musst schuften wie ein Stück Scheiße. Und der Chef kommt dann nachher und gibt noch Befehle wie ein Sklave. Kein Bock drauf. Ich bin mein eigener Chef und das juckt mich nicht, was andere sagen. Weißt du, was ich meine? Das ist viel praktischer. Du bist dein Chef, mach, was du willst. So, und ich war auch schon richtig, ich war am Arsch. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Was ist mein Traumjob? Ich hatte keine Ahnung, was mein Traumjob ist. Ich habe da einfach nur eine Ausbildung angefangen. Ich habe eine. Ansonsten wusste ich nicht, was mein Traumjob ist, was ich machen will. Keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und als ich hier angefangen bin, war voll spontan, komplett unerwartet. Also es ist so unerwartet gewesen wie sonst was. Dann habe ich hier angefangen und auf einmal, ich konnte das, ich war energisch, es funktionierte. Weißt du, ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, boah, ich könnte niemals mit Leuten reden oder so. Habe ich auch gedacht. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt rausgehe und zu ihnen jemanden und ihn ansprechen kann. Niemals, Alter, niemals. Und jetzt, schau ich mal an, ich fahre in M4, was fährst du? Und genau darum geht's. So, aber genug mit der Werbung, ich will jetzt hier nicht rumpushen und so weiter, dass der Job Engel und so weiter ist, das will ich nicht. Ich habe nur keine Lust darauf, immer wenn man TikTok rumscrollt, da kommen diese scheiß Kommentare von, boah, fang bei uns an, bekommst 10.000 Euro fest, ein Lamborghini, lauter so ein Scheiß, das ist so ein Schwachsinn und das fuckt mich mit der Zeit ein bisschen ab. Und jetzt wollte ich, wenn wir schon beim Thema Auto sind, wenn wir schon beim Thema Geld sind, wollte ich das mal verraten, wie es bei mir abläuft. Und man sieht ja auch, ich mache null Werbung in meinem Job. Ich versuche niemanden hier reinzuziehen. Ich denke mal so, wenn jemand Geld will, dann wird er herkommen. So einfach ist das. Es bringt aber nichts, wenn ich jemanden zu zwinge oder dafür eine Werbung mache und sage, das ist das Beste vom Besten. Mach ich nicht. Ganz einfach. Ich zwinge niemanden dazu. Wenn du Geld haben willst, dann bist du hier richtig. Wenn du Geld liebst, dann bist du hier genau richtig. Wenn du Auto haben willst, wenn du ein Haus haben willst, dann bist du hier genau richtig. Wenn nicht, dann geh einfach. Mir ist es egal. Das ist mir egal. So, aber du siehst ja, ich fahre ein M4, das ist sogar mein zweiter M4. So, ich will hier nicht angeben, ich will es noch verraten, wie das funktioniert. Klar ist es ein harter Job, klar ist es hart, dies und das, aber ihr wisst Bescheid, als was ich arbeite. So als kleine Information, damit ich mich ein bisschen so klärlicher ausgedrückt habe. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, einfach stellen. Ich bin gern für alle da, kein Stress. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Heute ist echt beschissenes Wetter, es pisst die ganze Zeit. Aber ansonsten mal, guck mal, fahr ich noch ein bisschen rum, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, Leute, haut rein!